Ja, natürlich, ich muss. Ah, klar. Dann, ja, natürlich. Ich kann nicht an der Kette hochspringen. Das wäre ja albern. Stell dir mal vor, man könnte an einer Kette hochklettern. Ah, natürlich kann ich da nicht runter. Es sieht nur so aus, als könnte man da runterspringen. Aber das geht natürlich nicht. Natürlich ist es ja. Ah, da kann ich natürlich. Ah, da, natürlich. Offensichtlich. Das ist ja keine Kette. Hätte ich gleich sehen müssen. Eine Kette gewesen, wäre es nicht funktioniert. Aber gut, dass es ein Seil und keine Kette ist. Och, komm, ey. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Kann ich verstehen bei dem Rotz da. Oh, hey. Ja. Ich mag die abwechslungsreiche Musik auch in dem Spiel, so. Also, das ist nur wieder der Trank. Oh, 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 runter, 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 runter. Alter, geht's noch in knapper? Och nee, oder? Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich. Bin ich Game Over, oder? Das soll so, hat der Finio gesagt. Ah nein, ich kann da runter, natürlich. So. Wir sind also durch Wände gefallen und. Nein, ach, es geht. Natürlich geht's da nicht runter. Wie konnte ich annehmen, dass es da runter geht? Also wirklich. Das war aber dumm. Nein! Also wirklich, das ist ja wohl offensichtlich, dass man hier nicht runter kann. Das ist ja. Nein, nicht da lang. Kann ich hier auch Tränke schmeißen? Nein, 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 nein. Was zur Hölle? Okay, ich kann hier nicht hoch. Hä? Was muss ich denn hier schon wieder machen? Ich komme nicht nach links. Aber nach rechts kommt du auch nicht mehr, außer in den Tod. Was? Oh. Das Spiel ist so scheiße, es ist unglaublich. Man hat keinerlei Indikator dafür, wo man hin muss. Also bis zu dem Moment, wo man dann stirbt, weil man falsch gegangen ist. Trefft mich ruhig alle. Ich wollte. Nein, nicht. Dann fliegen wir eben nicht oben weiter. So. Und wir laufen durch feste Wände. Warum nicht? Kann man schon mal machen? Nein. Was soll ich denn bitte schön da machen? Außer in den Tod fallen. Ja, ich kann da runter, ich kann den Trank holen und dann ist vorbei. Nein! Ich bin... Oh, wow! Was ist denn das für ein Rotz, Alter? Nein! Wow, muss ich jetzt... Ja, ich muss halt... Oh, wow. Mm.
Ich dachte immer so Amber Moon oder so hätte so random Stellen, weil da halt teilweise irgendwo die Wand aufhacken musst, aber das hier, das ist ja. Oh, natürlich verschwindet, das hab ich mir jetzt gedacht. Wow. Natürlich. Ist immer gut, den Spieler erstmal zu töten, wenn er irgendwas herausfinden muss. Natürlich, das war ja wohl offensichtlich. Wie konnte ich das denn übersehen? Diese Instant Death Lava. Hat man doch gesehen, dass die hochkommt. Was? So. Ich bin eben gar nicht auf das Sprungbrett gekommen, aber okay. Weißt du, das erinnert mich jetzt so Lava, dass dir ins Level folgt und dann du entkommen musst. Das ist. Ich muss nicht mal auf dieses Sprungbett springen? Entwickler! Was zur Hölle? Wozu ist das Sprungbrett da? Das erinnert mich so ein bisschen an Mario World 3 an dem Level. Nur mit dem Unterschied, dass Mario World 3 keine Farbe hatte, für den Game Boy war und besser. Wow. Ich bin jetzt die ganze Zeit geduckt, natürlich. Yep. Was? Es wird auch noch schneller, damit man nicht mehr draufkommt. Ja, fick dich, Spiel. Fick dich. Wow. Da haben die Designer ja richtig ins Volle gegriffen. Muss ich denn da hinspringen? Da muss ich hinspringen. Ich finde es halt schön, dass man gar nicht mehr auf das. Oh, das funktioniert ja gar nicht, wenn der Spieler das irgendwie auf das Sprungbrett muss. Ja, dann lassen wir das einfach weg. Das passt schon. Wenn du rennst, rennt die Plattform. Was zur? Wer hat sich das denn ausgedacht? Bestes Level. Oh, wow. Ja, wow. Wow. Das ist schon ein hartes Stück Trash. Ich wollte heute keinen Trash-Stream machen. Ja. Wow. Das ist kein bestes Level mehr. Das ist einfach nur Schrott. Okay, DOS-Spiele zu sortieren ist gerade ausgefallen. Ah. Ja, natürlich. Und tschüss. Viele Level hat dieses Trash-Schrott-Spiel hier. Wenn du einmal von der Plattform fällst, kannst du das Level nicht mehr beenden. Was zur Hölle? Was? Nein, ich wollte. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Super. Dummer Rotz. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Entwickler selbst gemerkt haben, dass das alles irgendwie scheiße ist und dementsprechend halt einfach gesagt haben, ja, wir scheißen darauf, wie die Sprungbretter funktionieren und sollen, sondern. Und damit ist das Level vorbei. Nein? Doch. Das wird heute ein kurzer Stream. Danke euch bei Delfinio.
Was zur Hölle? Das ist doch... Natürlich, sobald man getroffen wird, fällt man runter. Alles andere wäre ja auch schwachsinnig. Weißt du, wenn man schon irgendwie einen Jump-Run macht, ne? Kann man etwas tun, das nennt sich klauen. Das ist eine relativ simple Sache. Dabei klaut man von anderen Spielen die Sachen, die gut funktioniert, und lässt die Sachen, die nicht so gut funktionieren, weg. Und der Vorteil ist davon, dass andere Leute schon gute Spiele gemacht haben und einfach sagen kann, ja, das funktioniert sehr gut und diese Sprungmechanik, das ist auch toll, das kopieren wir einfach und packen es in unser Spiel. Was man zum Beispiel hätte kopieren können, wäre Mario Bros., weil das war schon draußen und natürlich. Und das funktioniert doch ganz gut. Geschwindigkeitsoptimierung ist alles Witzbold. Was zum? Junge. Aber man kann es natürlich auch was Eigenes machen. Das ist prinzipiell keine falsche Idee. Dann sollte das, was man selbst macht, aber gut sein. Das hier ist nicht gut und es wäre besser, hätten sie geklaut. Ja, weil besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Denn dann hat man nämlich einen Haufen Spielmechaniken drin, die nicht richtig funktionieren. Und hat im Prinzip einen Haufen Scheiße gemacht. Kann man natürlich verkaufen, ich meine... Natürlich ist es Instant Death, wenn man in die Lava fällt, weil... Aber das ist dann halt scheiße. Gut, interessiert die meisten nicht. Hauptsache es verkauft sich und dann kommt so ein Rotz dabei raus und dann... Ja. Aber hey, man kann sagen, man hat was Eigenes gemacht. Das Eigene ist dann scheiße und ich habe auch was Eigenes gemacht, wenn ich irgendwie Geschwindigkeitsoptimierung. Welche Geschwindigkeitsoptimierung? Knallt's entweder oben oder unten rein. Und in dem Moment, wo du reinknallst, ist es halt vorbei, weil du entweder dann durch die Plattform nach unten fällst oder nie wieder auf die Plattform fällst, wenn du schon unten drunter bist. Nie wieder drauf kommst. Ach, geil, hey. Ja, jetzt startet das Spiel. Und deswegen, wenn man keine Ahnung vom Programmieren hat oder von der Entwicklung von Spielen, dann macht man nichts Eigenes, sondern man klaut einfach ganz viel zusammen und propft da so Minimum eigene Ideen drauf. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt so das Megaspiel, aber es ist immerhin das erste Spiel, das man, oder eine der ersten Spiele, die man gemacht hat, und ich schaffe es, ohne getroffen zu werden und ohne springen. Ohne springen! Das geht nicht ohne springen! Das ist mich verarschen. Dann hat man zwar jetzt nicht unbedingt so das mega eigene Superspiel mit den 20.000 eigenen tollen Ideen gemacht, aber das ist dann, aber erstmal das Spiel funktioniert. Und zweitens mal, ich gehe das Video gleich bannen. Aber es funktioniert wenigstens. Ohne springen, wie soll ich denn das ohne springen machen? Da, wenn ich ohne springen mache, knall ich doch unten auf diese scheiß Dinger drauf. Was laberst du für eine Scheiße? Egal was ich mache.
Ah, und jetzt hat mich die Plattform. Das geht nicht. Du laberst Scheiße. Das geht nicht ohne Springen, weil ich dann nämlich auf die unteren Dinger knall. Weil die durch die Plattform durchgehen. Du kannst da nicht ohne Springen durch. Erzähl mir keine Scheiße. Weil Spielen, die sehr viele eigene Ideen haben, von Leuten, die keine Ahnung haben, wie in diesem Fall, dann ist das halt scheiße. Eigene Ideen sind toll, aber sie sollten halt auch durchdacht und sein und funktionieren. Langsam am Anfang, dann... Na gut, dann machen wir es eben langsam am Anfang. Das wird auch nicht funktionieren, aber hey. Gut, also wir springen drauf und machen einfach mal langsam. Hat nicht funktioniert. Überraschend. Oh, wow. Langsam, weil dann treffen die mich nicht. Außer hier, dann treffen sie mich. Oder da. Das hängt davon ab. Und jetzt ist er nicht gesprungen, weil... Keine Ahnung. Hey. Lange langsam gedrückt. Ich habe langsam gedrückt. Man kann hier nicht langsam drücken. Wow. Das ist ein Haufen Scheiße. Da unten ist Beschleunigen. Ja. Deswegen einfach mal keine Ideen haben und einfach nur zu gut zusammen. Nein, wobei das. Und das halbwegs gut verbinden, dann hat man ein ordentliches Spiel. Das ist zwar jetzt nicht originell, aber es funktioniert. Und wenn man dann irgendwann mal eine Idee hat und die auch wirklich durchdacht hat, also nicht so wie hier, dann kann man die auch mal einbauen. Aber die meisten Entwickler bauen halt lieber 20.000 eigene Ideen ein, die alle nicht durchdacht sind und dann kommt da ein Haufen Scheiße raus. Hey, er ist unten, beschleunigen wir. Funktioniert toll. Ja, ja, ich sehe schon, wie das funktioniert. Ganz toll. Ja, du musst es nur genauso machen wie ich, dann funktioniert es auch nicht, weil ich scheiße laber, aber hey. Du bist dumm genug und machst das. Wer denkt sich so ein Rotz aus? Selbst wenn man sich sagt, ja, so eine bewegende Plattform könnte eine gute Idee sein, die beschleunigen wir dann auch noch, je nachdem, ob er vorwärts läuft oder nicht. Und dann fällt man durch die Plattform durch, wenn man getroffen wird. Brillant. Und danach kommt man nie wieder auf die Plattform, weil die Plattform auch dann beschleunigt, wenn der Spieler nicht auf der Plattform steht. Und wenn wir schon dabei sind, wird ein Speedrun scheiße, weil eh viel zu langsam. So. Wenn wir schon dabei sind, machen wir noch Abgründe rein, die so groß sind, dass man sie nicht ohne die Plattform überwinden kann. Damit der Spieler auch ja nicht weiterkommt. Und wir machen auch keine Reset-Möglichkeit, weil dann könnte der Spieler ja den Raum resetten. Dann käme er vielleicht durch. Nee, das geht auch nicht. Schön Level verlieren, damit er den Scheiß vorher nochmal machen darf. Das ist doch Spaß. Das ist doch Spaß. Moment, ich kann die Plattform auch anhalten. Das sagt er mir natürlich nicht. Ha! Nein! Was? Ich bin nicht... Ah. Natürlich, dieses...
Wer kam überhaupt auf die Idee, dass es eine tolle Idee wäre, wenn man getroffen wird, dass man zurückgeschleudert wird? Ist das in irgendeinem guten Jump'n'Run so? In Mega Man ist das nicht so? Doch, in Mega Man rutscht man auch ein Stück zurück. Das ist aber auch das Einzige. In Mario ist das nicht so. Könnte man sich mal Gedanken machen, warum das nicht ist, so nicht ist. Warum es in guten Spielen so ist, dass man nicht zurückrutscht. Sondern halt einfach nur kurz getroffen wird und vielleicht höchstens minimal. Während es in anderen Spielen halt... Physik-Engine, ja. Wer kennt es nicht?